So Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Dutch Weißing mit Kaspers Nase, Beta Dick. Was geht ab? Und dem Ding, das irgendwie ein Ding ist, aber vielleicht auch doch kein Ding. Und vielleicht auch Donald Duck, vielleicht ist es auch Dick Jor. Vielleicht sind es auch viele Dinge in einem, die nicht wirklich zusammengehören. Cosplayst du als heute, Dick irgendwie? Ich gehe nämlich heute als Dick, der sich als Donald verkleidet hat. Weißt Donald du? Dick sozusagen. Donald Dick Reagan. Ganz genau. Donald Diggelow und wir haben eine Nebenmission, die schon rot geworden ist mittlerweile. Das haben wir auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Wir müssen uns beeilen. Das war irgendwie der Standardwert, den wir hatten in Dead Rising 2. Immer so, alles war rot, wir hatten keine Zeit. Ey, Dead Rising 2 war richtig schlimm. Also ich war immer permanent unter Stress, weißt du? Es ist total stressig im Vergleich zum dritten Teil, ja. Also wie gesagt, der Teil ist um so vieles gechillter. Du kannst einfach langlaufen, kannst ein bisschen Scheiße bauen, ja. Irgendwelche Tangas anziehen, die wichtigen Dinge auf den Straßen von Los Perdidos. Du kannst Sachen einsammeln, du kannst mal so richtig durchatmen und entspannen. Sag mal, wo ist denn hier das tragische Ende? Kann es sein, dass wir hier auf dem Bus... vielleicht, ja, irgendwie auf dem Bus, aber... Da kommen wir nur hin, wenn keine Leiter dabei. Rape Man oder sowas. Ja, stimmt. Alles klar, komm, wir gehen jetzt erstmal zu Marcus Phoenix. Ja, gute Idee. Marcus Phoenix. Ja, heute gibt es ja wieder interessante Themen. Hatten ja heute gerade so eine nette Diskussion über den Erzeuger deiner Freundin. Ganz genau. Wie nennt man den am allerbesten? Weil ich habe im Gespräch gesagt, mein Schwiegervater, was nicht 100% stimmt, weil ich nicht verheiratet bin. Und ich solche Sachen eigentlich ganz gern vermeide, wenn ich irgendjemandem erklären will, über wen ich rede. Und dann 100.000, er ist der Cousin von dem Bruder und der kannte mal jemand, der hat in einem Buch gelesen, dass es Leute gibt. Aber mir ist dann aufgefallen, okay, ich hätte auch einfach der Vater meiner Freundin sagen können. Das wäre also einiges einfacher gewesen. Ich hätte das so gemacht. Bist du drin oder draußen? Ich bin drin. Gerade ein bisschen ich bin sowas von aus. Drin. Also ich persönlich hätte es so gemacht, ich hätte einfach gesagt, der Typ, in dessen Sack du früher mal geschwommen bist. Ja, ja. Und oh, komm schon, echt jetzt. Fucker! Und ich musste dir zustimmen. Das ist eigentlich eine wunderbare Art, die Sache zu beschreiben. Es ist halt extrem weird, dass mein Penis in dem Ding ist, das mal aus deinem Penis kam. Boah, wenn man das so sagt, das ist echt Es klingt Shit. Furchtbar, oder? Aber auch irgendwie deep Shit, weißt du? Ultra tief, Mann. Schreib's auf, Alter. Ist echt sowas. Ich meine, irgendwann wirst du vielleicht eine Tochter haben und dann kannst du den Spruch bringen und dann bist du total verstört, weil du denkst, fuck. Mein kleines Mädchen. Großer Gott, nein. Oh mein Gott, was tust du? Wobei, wenn ich den Spruch zu ihr sage, dann ist wahrscheinlich sie relativ verstört. Was verständlich ist, kann ich ihr nicht verübeln. Und da ist auch schon Marcus. Alles gleich. Oh, das war der heftige Rocker. Haben wir dann eigentlich gefragt, ob er die Korn-Version kennt? Ich glaube, das waren alle. Du hast es geschafft. Beeindruckend. Ein Deal ist ein Deal. Na dann los. Sorgen wir für Chaos. Kommt ihr jetzt mit? Okay. Was zur Hölle? Achso, der kommt einfach nur mit. Das ist seine Art, Danke zu sagen, dass wir noch einen Typen durchfüttern müssen. Ich habe nur einen Zweisitzer. Sorry, Bro. Schon. Das passt schon. Lass mal den Typ einfach hier stehen. Alles klar, der Lowrider. Er schlägt wieder zu. Ist ein Lowrider nicht normalerweise... Ah, doch, da gehen vier rein. Eigentlich gehen hier vier rein, aber eigentlich das hatten wir ja bei Dwayne auch schon, dass das irgendwie nicht so wirklich Bock hatte mitzufahren, weil ich nicht verstehen kann. Weil ich glaube eher, weißt du, ich denke eher, wir sind echte Männer und echte Männer klappen keine Sitze zurück. Für das Männer. Stimmt allerdings. Weißt du, für Frauen ja, aber für Männer nein. Für Frauen auf jeden Fall. Kein Problem. Wir machen die Tür auf, wir klappen euch den Sitz vor, wir schauen euch wahrscheinlich auf den Hintern, wenn ihr einsteigt. Das ist halt die kleine Freude, die wir dann haben. Aber wir alle für den wissen Typen, Alter, eine Rückbank wurde eigentlich für eine Frau erfunden. Oh, okay, was war das für ein ich Volley, keine den du Ahnung. Gemacht hast? Der war ziemlich mies hier. Flicket-Steuerung oder was? Warte mal, wir müssen hier rum, ne? Wir müssen, ja, irgendwo hier rechts dann wieder. Warte mal, ich schaue jetzt auf die Karte. Warte, jetzt muss ich, glaube ich, hier durch die Bombenfabrik. Ja, wir müssen auf jeden Fall rechts. Wobei ja doch, Bombenfabrik funktioniert. Doch, hier doch, durch. Funktioniert auch, ja. Dann einmal durchs IKEA-Regal. Ja, von höchster Ikea. Qualität wieder mal. Von allerhöchster Qualität. Ey, die Dame hier will mich anfängern. Wer ballert denn hier wildwegs in der Gegend rum? Oh, guck mal, das ist auch unser Auto. Das Ding geht hoch. Ja, alles kann klar, schon. Wir wechseln. Überredet. Sag ich doch, das ist unser Auto. Das ist unser Auto hier drüben. Ich hab's doch gewusst. Oh, Jesus, dieser fucking Zombie. Ey, Mann, wo ist mein Auto? Es ist manchmal extrem weird, dass wenn Zombies auf den Türen hängen, manchmal kann er einsteigen, manchmal juckt's ihn nicht wirklich und manchmal sagt, ich fass den doch nicht an, Alter. What, das Schleim auf dem Griff. Also mich wollen sie immer anfassen, weißt du? Ich weiß auch nicht warum, ich bin einfach lecker. Du bist aber halt auch kein Türgriff. Das ist dein Vorteil. Ich dachte, hier wird's durchgehen. War das noch eins weiter? Darf man aussteigen während dem Rückwärtsgang? Wir können, glaube ich, auch einfach hier
Okay, hier kommen wir. Hier drüben. Nein, ja. Keinen Schritt gehe ich zu Fuß. Ich bin zu faul. Schon okay. Autofahrer bis ans Limit. Nice, du hast mir den Zaun kaputt gemacht. Gutes Timing, verdammte Scheiße. Sozialjour. Kill den the Titel, living. Alter, den was ist denn Titel los? Darfst du für dich behalten, auf jeden Fall. Machen wir den Ronda. Weißt du doch. Rondino. Oh. Oh, das war schon. Kapitel beendet. Kapitel Nummer 5. Den Sprengbogen bekommen. Alter, das sind viele Pfeile. Was zur Hölle? Okay, jetzt müsste es aber relativ schnell gehen, denn wir sind schon jetzt im vorletzten Kapitel. Ja. Fehlt nicht mehr so wirklich arg viel. Ach, wir brauchen noch die Teile. Verdammt, Mann. Wir müssen hier raus. Hör zu. Die gute Nachricht, ich habe diesen Brief von dem reichen Sammler in Sunset Hills gefunden, der mit dem Flugzeug tickt. Er hat die Teile. Er will sie spenden. Dann helfen wir ihm doch dabei. Hey, keine Sorge. Ihm geht's gut. Diego, hilf mir mit dem Benzin, solange Nick weg ist. Ich schaff's nicht allein. What? Mann. Ehrliche Arbeit, oder wie? Ultra auf Entzug, der Gute. Was mit dem? Nur noch ein Rauchen, Alter. Wie er sich am Hals kratzt. Ich brauche ein bisschen Meth. Wie er sich schon sein eigenes Loch ausgesucht hat, das er auf ewiglich graben wird. Nur ein bisschen Crystal, Alter. Ich brauche nur ein bisschen davon. Ein klein wenig. Auf. Garantiert, ich morgen auf. Nur noch ein. Aus einer Glühbirne rauchen, Mann. Level 50. Kriegen wir niemals hin. Level 50? Okay, das ist ein bisschen heftig. Vielleicht für New Game Plus oder so. Ich schau mal ganz kurz. Habe ich irgendwas zum Upgrade? 4 Punkte. What the fuck? Wie lange trage ich die schon mit mir rum? Okay, Fernwaffen. Hm. Oh, ich geh mal drauf. Ein bisschen was bringt's ja. Mehr Munition. Mehr Munition. Ja, ist nicht so schlecht. Stimmt. Mach ich vielleicht auch mal 2 Punkte rein. Dann habe ich noch gar nichts reingepackt in Fernwaffen. Oder ich mache hier drüben ein bisschen Mechanik. Bauplan für Bierhelm. Okay. Der Bierhelm? Der Bierhelm, ja. Wenn du Intelligenz auf Stufe 2 gelevelt hast, dann kriegst du einen Bauplan für einen Bierhelm, steht da dran. What? Ich dachte, Dick kann gar nicht Intelligenz leveln. Doch, für ihn ist es sogar extrem wichtig, Intelligenz zu leveln, wie wir gemerkt haben. It's not a bug, it's a feature. Oh, sieht's nämlich aus. Der muss so doof sein. Alles klar, dann haben wir jetzt nur die Story-Mission. Hier drüben ist irgendwo ein Bauplan. Ich habe keine Ahnung, wo. Haben wir uns da nicht schon ein paar Mal gefragt? Was ist das Gebäude? Warte mal, hier ist noch ein Frankie. Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, wie wir da hochkommen. Ah, guck mal hier oben. Okay, wir gehen mal schauen. Lass mal. Das ist irgendwie immer geil. Lass mal schauen, ob wir irgendwas Hübsches finden. Durch die Küche? Durch die Küche? Das könnte natürlich auch sein. Gibt's hier einen Weg? Ich sollte mir erstmal eine gescheite Waffe in die Hand nehmen, bevor ich hier durchlatsch. Okay, warte mal. Hier habe ich ein bisschen die Zombies geraped. Alter, die Dampfäuste, Mann, wie geil sind die eigentlich? Aber wie zum Fick kommt man nach oben? Einfach abfeuern, die Gute. Hier drin ist auf jeden Fall. Oder man muss irgendwie auf der anderen Seite rauf, dann irgendwie rüber balancieren, weil da ist so ein. Da wäre so ein Übergang. Okay, der ist direkt drüber wahrscheinlich. Ah, oh, okay, das ist der, wo wir schon mal gefragt haben, wie soll wir oben ins Büro reinkommen. Schau mal, ob wir in der Werkstatt sind. Shit, da komme ich aber niemals hin. Das ist so verwirrend. Dieser Bauplan ist total krass. Okay. Nee, da komme ich nicht hin. Ein bisschen weird. Das müsste da drüber sein. Hm. Gut, wir haben gerade von komplett anderen geredet, merke ich gerade. Ach, hier gibt es zwei oder wie? Helle? Guck mal, hier oben gibt es sogar ein Brett, wo von dem einen zum anderen führt. Einen zum anderen? Wo meinst alles du denn? Alles klar, warte mal, hier oben ist ein Brett, hier oben ist auf jeden Fall ein Brett. Ich glaube, wenn wir irgendwie den Weg finden zum Brett, ja, dann... Welches Brett meinst du? Du meinst es dieses Schild da oben? Nee, guck mal hier, zwischen den beiden Häusern, ja? Ja. Da ist ein Balken, ein Brett, ein Übergang. Ach so, jetzt schnall ich es da oben. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Stimmt. Muss mal gucken, ob wir da irgendwie reinkommen. Also man muss irgendwie in irgendein Gebäude hier in der Nähe rein. Dann kann man, glaube ich, die ganze Runde hier machen, weißt du? Okay, das wäre natürlich nice, wenn wir das hinkriegen. Lass mal schauen, ob wir da irgendwie vielleicht irgendwo hochklettern können. Ich will den Shit. Hätten wir nur mal ein Seil mitgenommen, Mann. Ich will den Zombie-Shit. Charles Bronson hatte immer ein Seil dabei und hat es immer gebraucht. Jetzt ist so ein Moment. Seile sind total geil, weißt du, man braucht immer ein Seil. Ultra guck mal, hier ist ja eine Brücke, siehst du das? Hier drüben ist eine Brücke. Ich weiß, wie wir da hochkommen. Warte, hier ins Gebäude rein, oder? Guck mal hier geht's doch rein. Ja, okay. Und hier geht's auch nach oben. Oben geht's nicht weiter. Warte, Sexy Boy geht nach oben. Oh, stimmt, hier geht's ja wirklich einfach nach oben.
Das ist wahrscheinlich total. Ich kann mich erinnern, hier waren wir schon mal und haben uns gefragt, ob Biber wirklich Ampeln brauchen. Alles klar, hier ist eine Tür, aber die scheint. Ist die zu? Da ist okay, ich hab mir einen Schiss an dem Brett. Hier ist auch das verdammte Brett. Okay, hier geht's raus, aber nicht rüber, oh, glaube ich. Oh shit, und die Dachluke, Alter. Hast du's? Ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall in einem anderen Gebäude jetzt drin gelandet und ich okay, meine warte, ich komm. Ah, hier ist auf jeden Fall die Frank-Statue, die habe ich gefunden. Sehr gut. Und hier sind, was zur Hölle haben die, das ist das Brett, okay. Jetzt sind wir hier auf der Seite. Guck mal, hier drüben ist offen. Inkognito, unberührt. Alter, hier ich hab einen Bauplan, ich hab einen fucking Bauplan, goldenen. Hier gibt's Drinks, Mann. Boom! Elektromakaphone. Ich hab hier irgendwie eine komplette Reihe an Drinks gefunden. Und scheinbar können die uns. Okay. Top 10 Mischgetränke. Rocker Makaphone habe ich hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Bam! Oh shit. Mist. Oh nein, die Batterie. Ich hab sie zerstört. Ich hab keine Ahnung, was es ist, aber ich trinke irgendwas. Regeneration. Gib mir mal das da. Ich kann nur Stuhl sagen. Bin ich der Wolverine, wenn ich den Scheiß auf? Kein Witz. What? Also, ich wurde geheilt. Was zur Hölle? Hier, Mann. Hier ist eine Batterie. Ich brauche eine Batterie. Shots. Batterie? Ah, das sind die Getränke, die du mit Level 50, ja, kannst du die irgendwie unberührbar und so, kannst du dann irgendwie zusammenrühren. Ja, irgendwie kannst du hier aber auch einzelne Dinger trinken. Ich habe gerade Regeneration getrunken und habe wieder volle Health bekommen. Also funktionieren jetzt auf jeden Fall auch schon. Ich würde auf jeden Fall meins mitnehmen. Was habe ich denn gerade hier dabei eigentlich? Was ist das Gelbe? Überraschungsgetränk. Hört sich irgendwie nach mir an. Okay. Es könnte Einmal. Alles sein. Ja, oh, selbst ein Getränk. Der Nektar, Mann. Ich habe den guten Nektar dabei gehabt, der natürlich. Der Nektar ist einfach nur Regeneration, soweit ich weiß. Ah, okay. Zombieköder. Schmerzmittel. Inkognito. Wahrscheinlich Bullshit, unsichtbar. Das ist ein fucking Ananas. Ich nehme auch hinten Ananas mit. Der Nachbrenner. Den trinke ich auch privat sehr gerne. Ananas. Der Nachbrenner. Wenn es zweimal brennt, dann weiß das gut war. Habe ich jetzt eben gerade den Nachbrenner mir reingezischt? Ich weiß auch nicht. Brennt's? Ah ja, hier, Nachbrenner. Fühlst du was, oder? Okay. Schmerzmittel. Das bin ich jetzt total resistent gegen alles. Ach komm, den Nektar. Kein HDTV für dich. What the fuck, hier drüben ist Absinth. Absinth? Ey, was für eine riesige Flasche. Rein mit dem Scheiß und ab mit dem Ohr, würde ich sagen. Die grüne Fee. Die grüne Fee, Mann. Es ist wahrscheinlich so wie dem weißen Drachen folgen. Okay, was habe ich jetzt hier dabei? Ich weiß es gar nicht. Ich habe irgendwie einen Haufen Stuff dabei. Ich ziehe mir jetzt Absinth noch rein und dann nehme ich hier den Zombie-Rechen wieder mit. Der Zombie-Rechen ist awesome, Mann. Gute Waffe. Okay, wir haben den Bauplan. Ist jetzt noch irgendwas hier in der Nähe, wo wir hinwollen? Also ich habe die Frank-Statue. Lass mal kurz auf die Karte schauen. Ich brauche unbedingt irgendwann mal eine Batterie. Wirklich. Also weil irgendwann, wenn du eine Batterie siehst, sag Bescheid. Eine Batterie, okay. Alles klar. Warst du hier unten schon durch die Luke? Nee, hier bin ich noch nicht raus. Hier bin ich noch nicht raus. Da kommen wir wahrscheinlich ins. Ach nee, hier geht's irgendwie auch nur in so eine Werkstatt. Das ist nur der Eingang. Okay, das ist wirklich nur der Eingang zu der. Das war jetzt ein netter kleiner Ausflug. Warum auch nicht? Jetzt haben wir wieder ein bisschen was von der Stadt gesehen. Ein bisschen was gesehen. Oh, stimmt, die explodieren ja. Kannst vergessen. Ja, wenn wir schon hier sind, hole ich uns ein richtig geiles Auto hier drüben. Auf jeden Fall, stimmt. Kannst vergessen, das können wir auch machen. Irgendwas, wo ich mich hinten draufsetzen kann und mit Scheiß um mich schießen kann. Boah, was ist das hier? Der Thrasher. Der Thrasher, wir brauchen. Ich muss mir den Thrasher nehmen. Ich hab den noch nie gesehen. Kannst du drauf? Ja, geht. Oh, holy shit, der fucking Segen vorne. Ho, ho. Robo Wars. Guck's dir an. Robo Wars war awesome. Das war richtig geil. Hab ich mir früher mal als Kind reingezogen. Robo Wars. Ey, total gut, Mann. Boah, die Kreissägen des Todes. Alter, er mäht sich durch. Aber nur durchfahren, absolut kein Problem. Das gute Metz. Oh. Mit extra dazu. Zwiebeln. Was? Wo kann ich durch? Weiß ich nicht. Obrum. Ich glaube nirgendwo. Drauf. Schnell! Schnell, sie essen mich! Ja, ich komme auf die andere Seite. Ich spring dann einfach drauf, während du hier vorbeifährst. Alles klar, ich komme. Oh. Das war nicht so stilvoll, wie ich mir gedacht habe. Go, Peter, go! Das Teil sieht halt auch böse aus, Mann. Was machen? Bitte? Ich sitze ein bisschen weird drauf, aber sonst kann ich nicht aktiv machen. Ich mähe sogar Autos weg. What the fuck? Das ist nicht Jeremy da oben. Nick Jeremy? Das ist nicht Jeremy. Jeremiah.
Gerald, wie auch immer du ihn nennen willst. Ey, ich liebe dieses Fahrzeug. Oh, fuck. Egal, das hat mal angefangen zu. Einfach nur geil. Du hast gerade einfach das Auto zum Brennen gebracht mit einem Treffer. Mit einem Treffer, so göttlich. Haben wir das hier eben gerade bekommen als Belohnung? Ich habe das ich davor weiß noch nie nicht. Gesehen. Ich habe keine Ahnung. Von mir ist halt auch keine Reifen, das sind halt auch einfach nur Stacheln oder Kreissägen, was auch immer. Bestes Fahrzeug der Welt. Der Thrasher. Drive and Destroy in dem Fall. Okay. Ist einfach weggezogen. Aber er fährt noch. Kann man doch gar nicht durch, oder? Gibt's einen anderen Weg? Yep, da gibt's einen anderen Weg. Yep. Dann spring noch mal drauf. Schnell, ja, die wollen mich. Alles klar, du musst erstmal hier genau da lang und dann nach links fahren. Warte, ich muss mich erst hier durchschlängeln. Einfach dreimal links rum im Prinzip. Dreimal links rum und wir werden glücklich. Genau, und dann geht's hier, glaube ich, irgendwo vorne links nochmal hoch. Hier rum, ne? Ja, dahinter, glaube ich, genau. Oh, Scheiße. Hit. Da sind wir ja richtig. Ja, okay, jetzt müssen wir hier vorne nochmal rechts. Hier nochmal rechts und dann sind wir auf der. Auf dem Highway. Alter, das Ding ist ja so derbe krank. Ich glaube, wenn man das erfunden hat. Genius. Wie viele Zombies hast du jetzt auf dem Weg gerade gekillt? Das war doch bestimmt irgendwie. Das Ding ist nicht so schnell. Auf jeden Fall, Mann, auf jeden Fall, Mann. Nee. Backflip. Das wird Backflip. Oh, ich hab's. Jawoll, sag ich doch. Ich hab mich leicht gemacht. Burnen. Es lag an meinem intergalaktischen Rock, der uns hat abheben lassen. Fucking burnen. Okay, wir haben noch. Ich fühle mich wie ein riesiger Meter. Hey, burnen. Komm schon. Boah, wie es die Zombies in der Mitte zerreißt. Nein, es explodiert. Ultra heftig, Mann. Ein Traum. War's das? Das war's. Wir müssen eh zu Fuß weiter. Wir müssen eh hier, glaube ich, wieder über die Wand rüber klettern. Oh shit! Hab ich fast geschlagen. Wie immer. Ich habe mich gerade dran gewöhnt. Gewöhn dich lieber nicht dran. Du wirst nur enttäuscht am Ende. Du wirst nur enttäuscht. Und jetzt kann ich mich mit meiner großen Liebe wieder trennen. Ja, da hatten wir ein bisschen Spaß und schon gönnen sie es uns nicht. Wieder mal nicht. Nimm es einfach weg, Mann. Wie dem kleinen Kind den Lutscher. Weißt du, was noch fieser ist? Dem Kind den Lutscher wegzunehmen, ihn in den Sand zu werfen und ihn dann wieder zurückzugeben. Boah, das ist richtig dreckig. Das ist richtig böse, Mann. Was aber noch schlimmer ist, dem Kind den Lutscher wegzugeben, ihn feucht lecken, sich zwischen die Kimme schieben und ihn dann wieder zurückgeben. Oh. Okay. Ich meine, was ist schlimmer? So Arschhack draußen oder ein bisschen Sand? Ich würde den Sand. Ja, also ganz ehrlich, wenn ich wählen könnte, würde ich auf jeden Fall eine Handvoll Sand essen. Ja, ich würde wirklich, also die Bevor kleinen irgendwelche Arschhaare zwischen den Zähnen habe. Rand einer Männer-WG findet. Oh, komm schon. Das sind die schlimmsten. Du hast die Wahl, entweder Sackhaare vom Toilettenrand der Männer-WG oder eine Handvoll Sand. Was würdest du nehmen? Den Sand. Gib mir den Sand. Bring eine Flasche Wasser mit, ich nehme auf jeden Fall den Sand. An jedem ich mein, Tag. Sand ist ja nicht unbedingt gefährlich, oder? Das kommt wieder raus. Das putzt. Ja, also halb so wild. Das ist halt ein bisschen eklig. Du solltest nicht unbedingt versuchen zu beißen, dass du die Zähne nicht kaputt machst, aber. Und zwar das Greta. Ach, hier drüben. Ach, da. Boah, Vater, der Zombie steht in meinem Weg. Was ist los? Bruder wieder mal. Rechen. Fuckers. Fucking Ampel. Bauer Kiestor. Ja, und da lacht keiner mehr, wenn's Verkehrsministerium kommt. Nice. Ja, hier ist Aus wieder ein Bauplan. Hier ist auch wieder einer. Wo zum Fick ist der Bauplan? Schätzungsweise oben im Gebäude irgendwo. Lass mal gucken. Hey, da waren. Guck mal, hier sind sogar zwei. Muss direkt hier irgendwo sein. Was zur Hölle bist du denn? Ach, das ist Greta. Da kommen wir so oder so rein. Guck mal hier. Ach, da kommen wir jetzt sowieso rein. Yep. Okay, dann war es extrem sinnfrei, was ich gerade gemacht habe. Flammenhandschuhe, da kannst du den Flammenwerfer vorne ranbauen. Was haben wir hier Schönes? Ein Sommerkleid. Nee. Ja, aber ist doch passend. Ja, aber nee, hab jetzt. Wenn es dann wieder warm wird, kannst du dein Sommerkleidchen anziehen. Ich mach mir erstmal Flaming Man. Holy shit.
Hier ist, by the way, eine Batterie, die du wolltest. Oh, echt? Wo? Hier, neben dem Regal. Ah, hier drüben, ja. Oh, what? Geil! Elektro Makaphone. Oh, das ist so geil, Mann. Das Megafon ist so gut. Aber Elektro, das ist eine Steigerung, weißt du? Oh, shit. Also, probieren wir es. Was kannst du? Ist es dann Fußroh? Fußroh da! Ich hatte dann wahrscheinlich Fuß. Dann hast du jetzt Fußroh. Dann müsste die ultimative Version noch geben, wo du irgendwie mit Bienen um dich schießt. Mit Bienenkönigin. Ich bringe auf jeden Fall Autos zum Brennen. Das ist doch schon mal gut. Mit meinem mächtigen Atem. Ich bin so froh, dass ich die Melone mitgenommen habe. Om nom nom, Motherfucker. Wenn neidisch auf meine Melone ist. Nope. Lass mal reingehen hier. Yep. Ich brauche dich, mein Sohn. Ja, ich komme. Moment. Türen öffnen ist ein Zwei-Mann-Job. Es ist schon schwierig. Und geh trotzdem alleine rein. Alarmsystem-Steuerpult. Ich muss hier raus. Erstmal ganzen Kuchen essen. Ohne Witz, mach mal. Fucking Cake. Schauen wir doch einfach mal, wo dieses komische Alarmsystem-Steuer ist. Alarmsystem-Steuer. Was war denn hier für eine krasse Party? Was auch immer, Alarmanlage. Holy shit, okay. Okay, vielleicht ist das irgendwo. Konfetti? Alter, wie sie brennen, wie sie brennen. Der Kokler schlägt wieder zu. Der Kokler. Der Brandstifter, Mann, guck ihn dir an. Brandschor. Der Kleine mit den Brandblasen an den Händen, Mann, der Brandstifter. Wie Hitler immer sagte, keine deutsche Tanne heute. Arr, keine deutsche Tanne. Okay, ist hier... Oh, warte mal. Nein, es ist nicht hinter dem Bild. Okay, das wäre auch zu einfach gewesen. Hier vielleicht. Oh, da dreht er durch. Wow, das ist für eine riesengroße Dusche, Mann. Ich bin ja so jemand, ich stehe total auf große Duschen. Da kannst du ein Vier-Mann-Twerk drin machen. Hast du was gefunden? Säubere den Raum. Was ist hier? Den Raum, in dem ich bin wahrscheinlich. Oh, was ist das hier? Klamotten. Das war nicht cool. So wirklich das große Problem gerade. Sind die alle tot? Steht noch einer. Ciao, ciao. Au, fuck. Kaum zu glauben, aber ich kann wirklich immer noch dümmer aussehen. Es geht immer dümmer, Alter. Hinter dem Bild ist es. Okay, ich hab das, kein Problem. Oh Gott, es brennt. Danke für die Bestätigung. Abriegelung deaktiviert. Okay, wo sind die Teile? Immer der Nase nach, würde ich sagen. Ja, immer der Nase nach in der nächsten Folge, denn die Folge ist leider schon wieder vorbei. Yep, ich bekomme es immer wieder hin, noch dümmer auszusehen. Ja, das ist eine wunderbare Kombination. Aber jetzt passen die Schuhe wenigstens zum Outfit. Okay. Jetzt aber soweit. Jetzt ist es aus. So, Freunde, lasst uns auf jeden Fall in der nächsten eine geile Folge. SM-Bewertung da. Bleibt am Ball, schreibt gerne was in die Kommentare rein. Wir mal danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Haut rein.